Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Chris unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup, potenzielle Energie gebaut für die Ewigkeit, Wildpferd und dunkle Wahrnehmung. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Viel Spaß mit dem Video. Let's go! Diablo ist also vom Spielprinzip halt auch nicht so spannend für jeden, ne? Und ich mache ja doch sehr viel abwechslungsreichen Kram so von den Genres her. Und da hat man schon gemerkt, dass Diablo jetzt nicht unbedingt Fan-Favorite war, sagen wir es mal so. Wir spielen gegen die Nurse. Ach du Scheiße. Die kranke Schwester. Ich freue mich auf das Stardew Valley Update. Da bin ich auch mal echt gespannt, was da dann so kommen wird. Soll ja größer sein, als man denkt, ne? Potenzielle Energie mache ich jetzt erstmal nicht. Aber ja, wie gesagt, Diablo 4, Season 4. Da wollen sie ja so Itemization auch ein bisschen angehen. Das könnte halt wirklich so ein bisschen richtungsweisend dann für die Zukunft vom Spiel werden, würde ich mir vorstellen. Da müssen sie delivern. Und dann, ich überlege gerade, wie lange ist Diablo jetzt eigentlich draußen? Das ist die dritte Season, das heißt, geht jetzt ja auch auf den Geburtstag zu, ne? Das heißt, man darf ja eigentlich auch gespannt sein, wann und ob denn das erste DLC mal kommt. Fünfter Juni, okay. Ja, dauert ja noch ein bisschen, dann doch bis zum Einjährigen. Stimmt, nach vier Seasons wäre ja dann quasi frühestens durch, weil die gehen ja immer 3 Monate. Die erste hat natürlich ein bisschen später angefangen, darf man auch nicht vergessen, aber okay. Bin gespannt, was noch passieren wird mit dem Game. Ist halt einfach so eine große Marke. Und wenn man überlegt, dass ja selbst, ich meine selbst, Diablo Immortal war halt ein mega heftiger Erfolg. Für Blizzard zumindest. Können sie es eigentlich nicht leisten, dass Diablo 4 halt scheiße wird. Ah, die gehen weg. Okay, ich dachte, die wird zu mir jetzt kommen. Ja, okay, jetzt wird sie aber gleich zu mir kommen. Na, okay, sie geht doch weiter weg, als ich erwartet habe. Ich dachte, sie hängt hier auf, kommt hoch. Aber vielleicht. Excuse me? War das so ein, ey, wir sind eigentlich mit Heilen schon fast fertig. Und dann ist einer weggerannt, oder? Oh Gott, und sie geht auf Dwight. Ach du Scheiße, ich muss hin. Du wirst jetzt einfach schon mal vom Haken geholt. Aber das war jetzt uff. Kommt die andere? Ich höre ja doch einen Dwighty Boy. Das sind doch nicht nur meine Schmerzenslaute. Nee, der Dwight ist in der Jagd, okay. Ah, dann, der Killer ist auch hier. Vielleicht habe ich ihn doch gehört eben. Wir heilen uns kurz. Ich hoffe, dass drüben geholfen wird. Und dann würde ich meinen Generator gerne machen, aber die Runde. Schwierig. Für die Nurse läuft die Runde halt, ne? Also die Nurse kann sich nicht beschweren. Ich wollte da einfach nicht.
Oh Gott, ich will nicht in dem Keller landen. Wilder Hit. Ich will nicht im Keller landen, aber ich lande im Keller. Lande nicht im Keller. Nice. Warte noch, bis sie weggeht. Alles easy. Danke. Jessys Fee ist hier wieder gut am Verteilen, wa? Oh, die ist oben. Kommt sie durch. Danke. Nice. Wichtig und richtig. White schreit aber auf wie ein Großer, ey. Und geht down wie ein Großer. Kacke. In welchem Gen ist Serena jetzt dran gewesen? Auch wieder im... Auch wieder in dem... Saloon? Oh, da wird geholfen. Letztens hast du ein bisschen Nurse gezockt. Ist schon heftig, wie viel Hass man von Servern dafür bekommt. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer, ne? Der schlimmste Killer ist der Doktor. Wie schön, sie ist nach oben gegangen. Der Kotzi ist halt immer böse, weil Kotzi direkt... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob wir da so eine... Ist das eine alte? Nee, das ist jetzt nur für das, ne? Ja. Aber Kill Yourself hätte ich gedacht, schreibt gar keiner mehr. Weil dafür kannst du halt gebannt werden, tatsächlich, ne? Ey, der Tankstellenkaffee, Leute. Der schmeckt, Leute. Ich sag's, wie es ist. 7 Monate. Moin, moin. Vielen, vielen Dank. Alles gut bei dir? Ja, ich habe erst überlegt, ob ich mein Medikit wiederhole. Ich gehe einmal an den Generator, glaube ich, zumindest ran. Los, dann dachte ich, komm, ich gehe erstmal zum Maid. Geht in die komplett andere Richtung. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, Serena hat nochmal den Hit bekommen.
Oh Gott, diese Anspannung. Ich dachte, jetzt sieht sie mich. Okay, passt. Dann versuchen wir den Ding mal hier. Wo? Dort. Zieh ich durch? Sie sammelt auf, ja, da muss ich ja durchziehen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Da war sie leider cleverer als ich, muss ich gestehen. Ich habe nicht damit gerechnet. Würde dich heilen sonst, dann hast du noch ein bisschen bessere Chancen. Die andere ist auch noch nicht am Ausgang. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die jetzt vielleicht Adra haben könnte und der Killer sie droppt, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. Dass das halt immer noch auch geht, ist halt eigentlich auch frech. Wenn sie mich jetzt sieht, wäre eigentlich perfekt. Ich mache einmal noch kurz meine Glyphe ready und dann gehe ich zum Ausgang. Werde es bestimmt bereuen. Oder einer der Mates wird es bereuen. Das kann natürlich auch sein. Muss ich den anderen jetzt hier überhaupt noch ausprobieren, den zu öffnen? Ganz hinten. Ich würde den Killer gerne auch mal droppen, um mir eine Fähigkeit wegzunehmen. Und zack, kann die nicht mehr porten. Ja, ist schon wild. Ich meine, Adre ist halt schon strong. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob Adrenalin wirklich im Endgame, wenn der Typ jetzt an Haken kommt, sollte das wirklich dann nochmal volle Lebensenergie geben, wenn er vom Haken genommen wird, kann man auch drüber diskutieren, denke ich mal, ne? So, Leute, die Schildmaid auch mit dem 30. Monat, Dankeschön auch an dich für den Resub. 2,5 Jahre schon, ey. Vielen, vielen Dank, herzlich willkommen im Stream. GG. Schade, dass die eine Person jetzt noch erwischt wurde. Aber zu zweit gegen die Krankenschwester raus, ich glaube, das geht komplett in Ordnung, oder? Ich denke, im Großen und Ganzen können wir da zufrieden sein. Leute, ich hoffe, euch hat die Runde auch gefallen hier gegen die Krankenschwester. Falls dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.